Ich habe versucht, die Perspektive ein bisschen zu verändern, weil ich wollte nicht so sehr auf diese Technik OER und Open Education und Open Pedagogy und so fokussieren, sondern überlegen, wie, in welchem System muss man das Ganze sehen. Und das verbindet sich eben mit dieser Studie, die wir gemacht haben für die Bundesregierung in Deutschland zur Zukunft der Hochschulbildung, wo wir da eigentlich gesagt haben, wir wissen, die Hochschulbildung muss sich verändern. Wir wissen, die Technologie verändert sich stark im Moment. Insofern, es gibt viel Druck, aber auch viele Möglichkeiten für die Hochschulbildung. Wir wissen, es gibt große Veränderungen im Arbeitsmarkt auch. Welche Effekte könnte das dann überhaupt auf die Hochschulbildung haben? Und um diese Frage zu beantworten, haben wir einfach gesagt, wir nehmen einfach die Sicht eines Lernenden ein. Und wir sehen die Hochschullandschaft als verschiedene Wege durch die Hochschulbildung. Und da haben wir vier verschiedene Modelle skizziert. Und damit wir nicht vergessen, welches ist, wir haben sie nach Spielzeugen genannt. Und das klassische Modell haben wir Tamagotchi genannt, weil das ein Spiel ist, was sozusagen gefangen ist in einem Ökosystem. Positiv gesehen ist das genau diese didaktische Unterstützung, die junge Leute vielleicht brauchen. Das wäre ja ein typisches Argument für die Hochschulbildung, ist, man muss quasi die Leute erstmal so weit unterstützen, bis die eben sich selbst verwirklichen können sozusagen. Das ist insofern diese klassische Idee der Hochschulbildung. Und die klassische Idee heißt auch, dass man en bloc studiert. Man studiert entweder sein Bachelor oder heutzutage noch zunehmend Bachelor und dann gleich auch Masters. Und dann denken viele Studierende, okay, jetzt bin ich fertig, ich muss nie wieder lernen, bis die dann irgendwelche Fortbildung machen müssen. Auch wenn die jungen Leute oder auch wenn die Studierenden das nicht denken, das System geht ein bisschen von diesem Modell aus. Das ist, glaube ich, das Hauptproblem. Daher haben wir überlegt, welche anderen Modelle könnte es auch geben. Und das zweite Modell heißt Jenga. Im Jenga-Spiel ist es ja zunächst mal, man baut einen Turm auf, dann aber überlegt man oder man versucht verschiedene Steine rauszunehmen, der Turm bleibt aber stabil. Und das ist quasi unser Ansatz, könnte man quasi diese erste Phase der Hochschulbildung reduzieren. Man müsste überlegen, wie, also mit welchem Ziel. Aber man reduziert das im Prinzip so, dass der Lernende befähigt wird, nachher selbst die letzteren Teile sozusagen selbst zusammenzustellen. Und das ist insofern die Idee, der Lernende lernt immer noch en bloc, aber dieser Block ist kürzer. Und dann die anderen Module sozusagen, die kann der Lernende von verschiedenen Angeboten auch auswählen. Der Vorteil damit ist vielleicht, dass dieses Lernen auch dynamischer sein kann. Das heißt, es kann mehr auf aktuelle Bedürfnisse auf dem Arbeitsmarkt eingehen. Oder auch eben neue Wünsche der Lernende, der sagt, okay, das habe ich jetzt gelernt, jetzt brauche ich das und das dazu für meinen nächsten Schritt, für meine eigene persönliche Entwicklung. Drittes Modell ist einfach noch quasi das weiter ein bisschen konsequenter gedacht, wo wir sagen, das ist Lego. Bei Lego stellt der Lernende oder die Lerner, sie stellen ihr Lernweg komplett alleine zusammen, selbstständig und sozusagen die wählen frei aus den verschiedenen Angeboten aus. Die Herausforderung bei diesem Modell ist natürlich, man muss wahrscheinlich diese Lernende unterstützen, insbesondere wenn man dieses Modell nicht sozial exklusiv haben will. Das heißt also, Lernende brauchen meistens Entscheidungshilfe. So, und viele Personen haben auch die Chance, die können auch Freunde, Bekannte, auch Leute aus der Familie fragen, was würde man machen. Wenn man aber zum Beispiel aus einer bildungsfernen Schicht kommt, sind diese Möglichkeiten geringer. Das heißt, also man braucht auf jeden Fall dieses Beratungsangebot.
Vielleicht ist das das, was die Hochschulen insbesondere anbieten. Und vielleicht zweitens, wenn diese Lernende eben diesen neuen Weg zusammengestellt hat und vielleicht auch gelernt hat, das muss auch anerkannt werden. Und vielleicht da spielt auch die Hochschule wieder eine Rolle. Das dritte Modell ist sozusagen nicht ganz, wirkt nicht so ganz radikal wie die anderen zwei vielleicht, weil es ist nur das erste Modell noch umgedreht. Beim ersten Modell, bei Tamagotchi, gehen wir davon aus, dass die Lernende direkt sozusagen von der Schule in die Hochschule gehen. Bei Transformer sagen wir gehen komplett von einem anderen Annahmen aus, nämlich die Lernende haben was anderes gemacht, vielleicht 10 Jahre lang, vielleicht kürzer oder deutlich länger. Dann kommen sie zur Hochschule. Das ist etwas, was wir über die letzten 20 Jahre auch gefördert haben. Wir wollen das. Nur in der Regel ist es so, sobald diese erwachsenen Lernende zur Hochschule kommen, sie werden behandelt, als ob sie 18 sind. Also das heißt, man braucht eine neue Didaktik. Und diese Didaktik muss auf der einen Seite sehr fördernd sein, sehr, sehr unterstützend, weil diese Personen sind wahrscheinlich länger nicht mehr im formalen System. Auf der anderen Seite aber muss es sehr flexibel auf die Kompetenzen, Erfahrungen eingehen, die diese Erwachsene über diese 10 Jahre oder so erworben haben. So kann man das attraktiv und nützlich machen für die Erwachsenen. Also diese 4 Modelle, und wir gehen davon aus, dass diese 4 Modelle viel stärker sichtbar werden bis 2030. Und dann muss man natürlich überlegen, inwiefern man das oder wie man das unterstützen kann und wie man sieht, dass die Wünsche der einzelnen Lerner auch in diese Modelle auch wiedergegeben werden. Also das Problem aus meiner Sicht, was aus dem Teil diese Beharrung begründet, ist, das Referenzmodell hat sich kaum verändert. Also auch wenn man denkt, okay, es gibt Digitalisierung, es gibt viele andere Möglichkeiten, ich könnte neue Sachen machen, im Hinterkopf steht immer noch das Referenzmodell, was wir Tamagotchi nennen. Und das heißt, alle versuchen von dieser Tamagotchi so ein bisschen zu variieren. Und das ist, glaube ich, wirklich das Problem. Deswegen haben wir zum Beispiel in der Studie, die AHEAD-Studie, wir haben nie von Hochschulen gesprochen, sondern von der Hochschulbildung. Und das war unser Versuch, ein bisschen außerhalb von diesem institutionellen Rahmen das zu denken. Und das ist, glaube ich, die Schwierigkeit, weil natürlich jede Institution möchte eben sich selbst retten. Und deswegen ist es vielleicht auch so, dass wir die Hochschulbildung zunehmend vielleicht, Teil der Hochschulbildung vielleicht zunehmend außerhalb des Hochschulsystems sehen. Keron wäre auch ein Beispiel. Aber es ist schwierig, die beiden Sachen zusammenzubringen oder diese beiden Seiten. Also die Öffnung der Hochschule ist super wichtig. Ich glaube, ich sehe manche Tendenzen, die genau entgegenwirken und manche, die eher positiv sind. Also entgegen, ich habe auch das Beispiel gebracht, gerade im Vortrag von Fab Labs. Jetzt merke ich, diese ganze Fab Lab-Diskussion kommt auf. Alle sagen, Fab Labs sind super. Wir brauchen eine Fab Lab an unserer Hochschule. Und das ist komplett die falsche Lösung aus meiner Sicht. Die Fab Labs sollen da bleiben, wo sie sind. Und die Lernende und auch die Professoren und die Hochschule sozusagen soll dahin gehen. Das hat einen weiteren Vorteil, weil damit geht die Hochschule raus. Beim Fab Lab sind dann nicht nur Studierende da, sondern anderen auch. Und damit hat man genau diese gesellschaftliche Öffnung, was wir erhoffen. Ich habe auch das Beispiel von dieser European University Initiative gebracht, insbesondere von der Allianz, wo wir bei Keron dabei sind, UFA. Bei UFA die Idee ist, wenn Studierende ein Auslandssemester machen bei einer der 8 Mitgliedshochschulen, dann müssen sie auch Projekte in der Community machen. Und das finde ich wirklich gut, weil das ist jetzt, das steht wirklich als festes Ziel. Und das ist natürlich ein Ziel, das verwirklicht wird von den 8 Hochschulen zusammen.
Also insofern, es gibt offensichtlich diese Entwicklung, aber die Tendenz, gegen die man wirken muss, ist, dass die Hochschule sagt, also das ist eine interessante Entwicklung für mich in die Gesellschaft, das muss auch an meinem Campus stattfinden. Das ist, glaube ich, genau die falsche Lösung.